Hochwohlgeboren, doch mitten unter uns. Die deutschen Adligen. 80.000 gibt es. Eine faszinierende Welt. Das hat ja auch was vom Märchen. Da geht es doch auch immer um meine Prinzessin und mein Schloss. Und das regt einfach zum Träumen an. Einst haben sie unser Land regiert. Sie sind noch immer eine geschlossene Gesellschaft. Aber was wissen wir wirklich über den Adel? Die sitzen halt auf ihren Schlössern, wo es oben reinregnet, und stehen auch ein bisschen für einen Teil der deutschen Geschichte. Ihre Titel sind nur noch Bestandteil des Namens. Aber auch das macht attraktiv. Überwiegend wollten Frauen mich natürlich heiraten und dann auch Gräfin sein. Ein Mädchentraum würde in Erfüllung gehen. Traum und Wirklichkeit. Ein exklusiver Blick hinter die Kulissen. Gespannte Stimmung im tschechischen Karlsbad. Die Reichen und Schönen treffen sich hier zum großen Frühjahrsball. Hunderte Gäste aus aller Herren Länder sind angereist, darunter viele Blaublüter. Der Adel liebt solche Bälle. Bälle haben auch in unserer Familie eine große und lange Tradition. Bis jetzt war jede Generation von uns immer auf Bällen vertreten und ich werde das auch definitiv so weiterführen. Der Vorabend des großen Balls. Ein Tanzen im Hotel Imperial. Die Generalprobe. Für die meisten Adligen mehr Gaudi als nötiges Training. Adlige tanzen unglaublich gerne. Und da reisen die Menschen auch hunderte von Kilometern, um auf einen guten Ball zu gehen, weil ihnen das einfach Spaß macht, auf die Bälle zu gehen. Weil sie gerne tanzen, weil sie tanzen können. Das haben sie gelernt als Kinder. Und es wird die ganze Zeit durchgetanzt, wird getanzt bis 4 Uhr morgens, bis 6 Uhr morgens oder bis sonst wann. Wenige Stunden vor dem großen Ball. Es wird frisiert und gestylt, als gäb's kein Morgen. Die Vorfreude ist wie immer am schönsten. Auch bei Christina von Thun-Hohenstein. Die Gräfin ist zum ersten Mal dabei, hier in Karlsbad. Ich war heute sehr aufgeregt, weil das natürlich ein Event ist, auf das man sich das ganze Jahr über freut. Und endlich ist der Tag da. Kleid und Frisur erinnern nicht zufällig an eine berühmte Kaiserin. Ich kam auf die Cousine von uns war und sie ist bis heute noch in aller Munde und da wollte ich sozusagen ihr Bild nochmal aufgreifen und für einen Abend auch mal Sissi sein. Endlich ist es soweit. Der große Ball im Grand Hotel beginnt. Die noble Veranstaltung ist nur eine von vielen, auf denen man sich regelmäßig trifft. Es gibt auch Bälle, die nur dem Adel vorbehalten sind. Kein Zutritt ohne Titel. Solche exklusiven Tanzabende sind vor allem Kontaktbörse. Ganz wichtig, wer sitzt neben wem? Wer könnte zueinander passen? Da gibt es eine Sitzordnung, jeder weiß genau, mit wem er zu speisen hat. Und geht es auch darum, dass der Herr die Dame, die neben ihm sitzt, auffordert und mit ihr dann zu Tische geht und mit ihr auch ein Gespräch führt während des Essens, ja, also die berühmte Konversation pflegt. Und danach hat der Tischherr mit seiner Tischdame auch immer den ersten Tanz zu tanzen. Sich näher zu kommen, ist hier ausdrücklich erwünscht. Wir haben wunderbare Tischherren und ich habe auch schon gehört, dass hier soweit was 30 Ehen entstanden sind in der Tradition dieses Balls. Und ich finde, das ist eine recht gute Bilanz. Und wie gesagt, wir sind vollkommen zufrieden mit unseren Begleitern. Und ich bin mir sicher, dass hier noch einige Herzen zusammenfinden werden. Pantelo! Schlag Mitternacht, der Höhepunkt. Man bittet zur Française, einem Kontratanz, wie ihn der Adel schon zu Sissis Zeiten aufs Parkett legte. Ein Tanz, der Anmut erfordert und, wenn sich die Angebetete leichtfüßig bewegt, auch schon mal zu schnellen Entscheidungen reizt. Mein Entschluss steht fest. Ich heirate Sissi oder Kai. Auch für Maximilian Erbprinz zu Bentheim-Tecklenburg stand früh fest, die oder keine.
als er Lady Marissa Fortescue bei einem Abendessen traf. Ich kann schon sagen, dass ich ein großes Interesse an meiner Frau hatte und auch ein bisschen etwas um sie gekämpft habe. Das ist auch eine Tatsache. Für den Prinzen ist Marissa die perfekte Prinzessin. Ich habe meinen Mann kennengelernt in der Nähe von Oxford bei einem Abendessen organisiert bei einem Verwandter von ihm. Ja, das war einfach ein schöner Abend und ja, das hat so angefangen. Seit 13 Jahren führt der Erbprinz die Geschäfte des fürstlichen Hauses Bentheim-Tecklenburg. Die Familie ist verwandt mit fast allen Königshäusern Europas. Schloss Reda in Westfalen. Seit 6 Jahrhunderten Stammsitz der Bentheim-Tecklenburgs, die ihr Vermögen über eine Revolution und zwei Weltkriege hinweg bewahren konnten. Sie besitzen Ländereien, Wald und Immobilien. Und auch Prinzessin Marissa ist nicht irgendwer, sondern eine Nichte des 6. Earls of Fortescue und eine Verwandte von Rosamunde Pilcher. Das Schloss der Fortescues war auch mal Kulisse für einen Pilcher-Film. Ich fand es als Engländerin eigentlich ganz witzig, weil die englische Adel sieht optisch anders aus. Die haben nicht diese protzige Autos, die haben alte Land Rovers oder alle volle Matsch und nicht so sauber. Und es ist, die Wahrheit ist schon ein bisschen anders. Alte Tweed-Jacken mit Löcher und kalte Häuser, wo man sich mit dicker Pullover ansehen muss, weil die Heizung nicht funktioniert. Und es ist schon nicht so sauberhaft wie in diesen Filmen. Eine Ehe zwischen deutschem und englischem Adel, genau wie bei der Queen. Doch der Alltag von Prinzessin Marissa ist nicht nur eiter Sonnenschein. All die gesellschaftlichen Termine erfordern Charme, Ausdauer und Geschick. Marissa ist sehr diszipliniert und sehr klug. Sie hat erfolgreich für das Auktionshaus Christie's gearbeitet. Sie hat ja Kunstgeschichte studiert. Ich war nicht im Mindesten überrascht zu hören, dass sie Maximilian heiratet. Sie ist genau die Richtige für diese Aufgabe. Eine standesgemäße Verbindung also. Die Wahrscheinlichkeit einer rein adligen Hochzeit ist beim Hochadel deutlich größer als beim niederen Adel. Im September 2000 ist es soweit. Hochzeit in der Schlosskapelle von Reda. Ich kam in diese Kapelle mit meinem Vater und hat eine besondere Stimmung. Hier, das ist fast quadratisch, sehr intim, obwohl locker 200 Menschen waren da. Und wir haben vor uns zwei sehr trotzige Blumenmädchen, die haben ihre Mutter gesucht und wollten nicht weiter. Das war schon sehr witzig, weil man wollte eigentlich anfangen, aber diese Mädels, die haben ein bisschen Unsinn gemacht. Aber ich finde, wenn es ein bisschen schief geht, das ist auch sehr charmant. Ganz Reda will dabei sein, um sein Prinzenpaar zu feiern. Und auch die Bilanz der beiden in den 12 Jahren seit dieser Hochzeit kann sich sehen lassen. 4 Kinder, keine Skandale und gesunde Finanzen. Nicht nur die Heiratspolitik ist beim Adel standesgemäß, sondern möglichst auch die Wohnung. St. Emmeram im Herzen von Regensburg. Hier wohnt Deutschlands wohl berühmteste Fürstin. Was ist denn schon dran an St. Emmeram? Wer wohnt denn da? Ach so, die Gloria. Ja, mit mehr als 500 Zimmern, so heißt es, ist Glorias Schloss größer als der Buckingham-Palast. War denn schon da? Wer wohnt denn da? Ach so, die Gloria. Das ist eine Metapher mit den 500 Zimmern. Ich weiß nicht genau, wie viele Zimmer das Schloss hat. Aber es hat unglaublich viel Quadratmeter, 40.000 Quadratmeter Dachfläche. Seit dem frühen 19. Jahrhundert ist St. Emmeram, ein ehemaliges Kloster, fürstliche Residenz. Von hier aus wurden einst Untertanen beherrscht und diplomatische Beziehungen gepflegt.
Dutzende prunkvolle Räume, die man heute natürlich nicht mehr alle bewohnen kann. Ich habe in einem Teil dieses Schlosses, genau im Ostflügel, eine Wohnung, die mein Mann in den 70er Jahren hat umbauen lassen. Das heißt, ich habe dort eine Zentralheizung und dort sind meine Kinder groß geworden. Dort habe ich mit meinem Mann gelebt. Da sind also die Kinderzimmer, das Zimmer für die Kinderschwester. Dann haben wir dort einige Gästezimmer für die Familie. Wir haben ja eine große Familie. Dann haben wir dort eben ein schönes großes Esszimmer. Also auf Quadratmeter genau kann ich es Ihnen nicht sagen. Es ist eine sehr schöne, große, angenehm zu bewohnende Etage. Und der Rest des Schlosses? Diese Frauen brauchen ein Jahr, um St. Emmeram von oben bis unten zu putzen. Und dann fangen sie wieder von vorne an. Ein Schloss kostet. Und jetzt muss ich mal gucken, dass man das Dach auf dem Schloss richten kann, dass es nicht reinregnet. Dann, wenn es nicht mehr reinregnet, muss man es heizen. Und wenn es dann geheizt ist einigermaßen, da muss man sehen, dass eben der Raum und die Möbel keinen Schaden nehmen. Also es ist ein ständiges Hinterherlaufen, dass das Kulturerbe, welches man ererbt hat, nicht kaputt geht. Und wer bezahlt das alles? Die Fürstin wäre froh, wenn der Staat Bayern das Kulturerbe übernehmen würde. Tut er aber nicht. Sie muss es also selbst finanzieren. Ideen hat sie genug. Herzlich willkommen. Fürstin Gloria bietet Führungen durch St. Emmeram an und veranstaltet allsommerlich Schlossfestspiele mit immerhin rund 30.000 zahlenden Besuchern. Auf dem Programm stehen Opern, Konzerte und Theaterstücke. Im Dezember beschert der romantische Weihnachtsmarkt weitere fürstliche Einkünfte. Wer hier seinen Glühwein trinken will, zahlt Eintritt und kann durch den Kauf eines Souvenirs oder wenigstens einer Postkarte zum Erhalt des Schlosses beitragen. Sie können von einem Schloss nicht abbeißen. Und deswegen ist es wichtig, dass man kreativ ist und sich immer wieder neu überlegt, was kann ich tun, damit auch Gelder hereinkommen, damit diese schöne historische Substanz erhalten werden kann. St. Emmeram ist nicht das einzige Schloss der Familie. Sie besitzen noch zwei weitere, dazu ein Kloster und ein Jagdhaus. Den Immobilienbesitz derer zu Turn und Taxis runden ab, ein Ferienhaus in Kenia sowie Wohnungen in New York, Rom und Paris. Die Fürstin ist auf der ganzen Welt zu Hause. Arm ist diese Adelsfamilie nicht. Sie betreibt Land- und Forstwirtschaft und verfügt mit 20.000 Hektar über den größten privaten Waldbesitz in Deutschland. Reich gemacht hat sie dieser Vorfahre, Franz von Taxis. Im Jahr 1490 organisiert er für den späteren Kaiser Maximilian das Postwesen mit großem Erfolg. Das Bahnbrechende an dem Postsystem der Taxis war zweifelsohne die Zuverlässigkeit. Und diese neue Idee der Poststationen, das heißt ein frisches neues Pferd und ein neuer Reiter, der die Stafette des alten Reiters übernimmt. Und damit die Geschwindigkeit und die Zuverlässigkeit. Die Familie erhält das Postmonopol und darf den schönen Titel des Reichsgeneralpostmeisters tragen. 1695 wird sie in den Fürstenstand erhoben. Viel höher geht es nicht hinauf in der Adelshierarchie. Also an erster Stelle beim Adel, in der Hierarchie des Adels, steht der Kaiser. Unter dem Kaiser kommt dann der König. Der König hat unter sich Fürsten. Dann gibt es Grafen. Und dann kommen die Barone. Und dann kommt der ganz normale Adel, Herr von sowieso. Und so gliedert sich die Adelshierarchie. In dieser Hierarchie hat Gloria von Turn und Taxis einen Aufstieg hinter sich. Sie ist von Geburt zwar blauen Blutes, aber nur Gräfin von Schönburg-Lauchau. Die Familie hat im Krieg alle ihre Besitztümer im Osten verloren.
ein klassischer Fall von Etagenadel. Wenn man in einer Wohnung lebt und eben nicht mehr im Schloss, und damit ist alles gesagt, dass eben der Etagenadel im, auf der Etage lebt. 1965 geht der Vater fürs Auswärtige Amt nach Somalia und nimmt die Familie mit. Also für uns Kinder war das natürlich ein riesengroßes Abenteuer. Es war immer warm, man konnte draußen schlafen unterm Sternenhimmel. Wir konnten in die eingeborenen Dörfer und hatten da unsere Freundinnen. Wir hatten überhaupt keine Restriktionen. Wir konnten einfach draußen spielen, so viel wir wollten. Und jeden Tag nach der Schule sind wir ans Meer gegangen, konnten am Wasser spielen. Und es war einfach, also was Schöneres kann man sich als Kind nicht vorstellen. Nach 5 Jahren Afrika kehren die Schönburgs mit ihren 4 Kindern zurück nach Deutschland, ins Rheinland. Ich bin so aufgewachsen, dass wir immer sparsamer waren als meine Klassenkameraden. Wenn ich zur Schule gegangen bin, wurden meine Klassenkameraden mit einem blitzeblank polierten BMW in die Schule gebracht und mein Vater hat mich in einem klapprigen alten Lada in die Schule gebracht. Und insofern gibt es so etwas wie, kann man adlige Identität bewahren, auch ohne im Schloss zu wohnen. So gewisse Erziehungsideale, kulturelle Ideale sind völlig unabhängig von materiellem Besitz. 1979 lernt Gloria Johannes von Turn und Taxis kennen. Sie ist 19, er 53. Ja, er war also eine unglaubliche, einnehmende Persönlichkeit. Wenn er in den Raum reingekommen ist, dann hat man ihn gespürt. Er brauchte da noch gar nichts gesagt zu haben. Er war umfassend gebildet. Er war sehr, sehr komisch, hatte enorm viel Humor. Das war für mich die große Liebe und das Schöne daran war, dass ich im Grunde genommen da reingewachsen bin. Weil durch den großen Altersunterschied war das jetzt nicht unbedingt das coup de foudre, sagt der Franzose, eine Liebe auf den ersten Blick. Er wiederum hat das anders beschrieben, er hat gesagt, ich habe gleich gesehen, dass die was für mich ist. Und er hat etwas, was sie nicht hat. Ein Schloss. Wie ich zum ersten Mal hierher kam, das war ja unglaublich, das hat mich fast erschlagen, weil ich mir gedacht habe, ich bin jetzt im Dornröschenschloss gelandet. Am 31. Mai 1980 heiraten Gloria und Johannes auf Schloss St. Emmeram. Höchste Zeit für den einstigen Partylöwen. Das Fürstenhaus braucht einen Erben und die junge Braut weiß schon, was von ihr erwartet wird. Und dann muss ich auch Kinder erziehen mit der Zeit. Also wie viel wünschen Sie sich? 20. Es werden immerhin 3, 2 Töchter und ein Sohn. Nach der Familienpflicht kommt die Kür. Und die sieht bei Gloria ziemlich aufregend aus, damals, als sie Mitte 20 ist. Ja, das war natürlich ungewöhnlich, die Haare hoch zu topieren und dann auch rot anzufärben oder eben wirklich Laufstegkleider oder Klamotten anzuziehen von wirklich den ausgefallensten Designern. Und kein Mensch hat sowas wirklich angezogen. Und ich habe mir damals gedacht, wieso, wenn man mal auf so einen Abend geht, ist doch schön, wenn man mal so richtig Karneval veranstaltet. Und nachdem die Leute da also auch so A und O gerufen haben, war ich natürlich noch angespornt, das also noch extravaganter zu gestalten. Aber es war eine sehr lustige Zeit und ich habe wirklich viel Spaß an den Klamotten, die meine Töchter jetzt teilweise tragen. Nicht nur Aristokraten sind damals schockiert. Oder ist alles nur Fassade? In meinen Augen hat meine Schwester keinen so großen Wandel durchgemacht. Sie war für mich immer eine sehr konservative Frau, für die Konservatismus und Lebensfreude nie ein Gegensatz war. Also ich hab meine Schwester eigentlich immer so empfunden, wie sie heute war. Als eine sehr lustige Person, die gleichzeitig sehr ernst sein kann. Die meisten Blaublüter kommen eher gediegen daher. In Deutschland gibt es rund 4000 Adelsfamilien. Organisiert in der Vereinigung der Deutschen Adelsverbände. Treffen finden regelmäßig statt. Hier zum Beispiel auf Schloss Detmold. Gegenseitige Besuche fördern den Zusammenhalt.
Ein gutes Netzwerk muss ständig gepflegt werden. Maximilian zu Bentheim-Tecklenburg ist Vorsitzender des Adelsverbandes Nordrhein-Westfalen. Die einzelnen Adelsverbände sind vor ungefähr 100 Jahren gegründet worden und sind letztendlich auch zur Sozialisierung der Adligen da. Dafür, dass die Jugend sich auch sozialisiert und dass gewisse Traditionen, Werte in die Zukunft getragen werden. Eine dieser Traditionen ist Adel auf dem Radl. Das alljährliche Highlight für den Aristokratennachwuchs. Das ist letztendlich eine Radeltour, bei der Adlige teilnehmen, die dazu dient, dass sich Adlige untereinander kennenlernen und eben auch schätzen lernen. Und das ist so eine Art Teambuilding im Adel. Es geht davon aus, dass der Adel auch ein Netzwerk ist. Und man fährt von Haus zu Haus. Die Route wird immer so organisiert, dass möglichst viele Schlösser am Wegesrand sind. Und dann wird bald auf dieser Radtour getanzt und man lernt sich kennen und lernt auch diese Häuser kennen, in denen man übernachtet und bildet eine kleine Gesellschaft, die es zu erhalten gilt. Auch an solchen Wochenenden werden erste Bande für künftige Adelsehen geknüpft. Ist die adelige Lebensform dem Untergang geweiht? Nur noch die wenigsten sind Schlossbesitzer. Die meisten leben und arbeiten wie jeder andere Bürger. Auch Personal können sich heute nur die wirklich gut Betuchten leisten. Selbst Gloria von Thurn und Taxis muss sparen, wenn ein großes Abendessen gegeben wird. Heute arbeiten wir mit einem Drittel des Personals, das wir hatten, als mein Mann noch gelebt hat. Die Hofhaltung von Fürst Johannes war legendär. Hier bei einer kleinen Jagdgesellschaft aus dem Jahre 1988. Dutzende Bedienstete standen dem Fürsten zur ständigen Verfügung. Heute ist der Hauptfokus nicht mehr so sehr auf die Hofhaltung des Fürsten gelegt. Im gesamten Schlossbereich, also wer sich um die Pflege des Schlosses kümmert, das sind 8 Personen. Zum Beispiel heute Abend, wenn wir eine große Veranstaltung, da macht natürlich jeder, der auch sonst im Garten arbeitet vielleicht, oder der Elektriker, die helfen dann alle mit, kommen in ihre Uniformen, sehen dann wunderbar aus und helfen dann auch als Lakai mit. Also wir sind also eine Multitasking-Truppe geworden. Gutes Personal ist aber auch schwer zu finden. Die Besten kommen von hier. Von der International Butler Academy im niederländischen Falkenburg. In 8 Wochen wird man hier zum Butler ausgebildet. Für eine Kursgebühr von 14.000 Euro. Auf dem Stundenplan stehen Hausmanagement, Tischkultur und Etikette. Ja. Wer schwitzt, verliert. Das Wichtigste für einen Butler sind bestimmte persönliche Fähigkeiten. Er muss unglaublich ehrlich sein und sehr diskret. Er ist immer verantwortlich für alle offizielle Gelegenheiten, die es gibt, also Empfänge und formelle Dinners. Und abhängig von wo ein Butler arbeitet, ist er natürlich sehr bekannt mit Etikett und Protokoll, auch international. Hier herrscht keine sanfte Pädagogik. Befehle gehören hier zum guten Ton. Die angehenden Butler sollen unter allen Umständen ihre Kontenance bewahren. Die Mühe lohnt sich. Ein Butler kann nach seiner Ausbildung mit Jahresgehältern zwischen 50 und 100.000 Euro rechnen. Stimmt das Klischee eigentlich, dass Butler die Zeitung bügeln? Natürlich gibt es noch sehr viele Butler, die Zeitungen bügeln für ihren Arbeitgeber. Einfach wenn die Tinte von einer Zeitung getrocknet wird, hat man nicht nachher, nach dem Lesen von einer Zeitung, schwarze oder blaue Finger. Außerdem sieht eine Zeitung, die gebügelt ist, das hört sich komisch an, aber sieht sich einfach, ist einfach sehr viel schöner. Und eine mit Maßband gedeckte Tafel ja sowieso. Perfektion für alle, die es sich leisten können.
Dabei muss ein Butler heutzutage viel mehr können als der klassische James. Der klassische James, den treffen Sie heute noch im Film an. Hier geht es um mehr. Es geht um Service, um Dienstleistung, um Haushaltsmanagement, um ein Gesamtpaket, um anderen Menschen ein angenehmes Leben bieten zu können. Und dazu gehört viel, viel mehr als nur der Pinguin im Frack darzustellen. Aber ohne vollendete Manieren geht auch heute nichts in der Welt des Adels. Für den Adligen gibt es ganz bestimmte Regeln und Rituale, mit denen er aufwächst und für die er seine Kinder erzieht. Und da sind Manieren einfach genauso wichtig wie klassische Tänze oder den Handkuss ist für die Männer oder das exakte Auftreten, die Haltung, die innere wie die äußere. Und so sind Manieren auch ein Teil dieser festgelegten Rituale. Ich heiße Maria Theresia. Ich heiße Albert. Und jetzt du. Ich heiße Albert. Mit dem standesgemäßen Benehmen kann man gar nicht früh genug anfangen. Und du? Nein, ich heiße Albert. Und bin? Was mir auch immer sehr wichtig war, dass sie sich unterhalten können. Dass sie also nicht stumm wie ein Fisch am Tisch sitzen und ihren Nachbarn nicht zum Reden bringen, sondern schon in der Lage sind, also ein Gespräch in Gang zu setzen, ein interessantes Gespräch und sich für den Nachbarn zu interessieren. Also das Einmaleins der Konversation und des gesellschaftlichen Parketts, darauf habe ich Wert gelegt. Typisch Adel ist auch, die Kinder aufs Internat zu schicken. Eine der ersten Adressen dafür ist die Klosterschule Roßleben in Thüringen, gegründet vor 500 Jahren. Keine reine Adelsschule, aber die 1500 Euro Internatskosten im Monat muss man sich schon leisten können. Die Schüler sollen hier lernen, Verantwortung zu übernehmen und selbstständig zu handeln. Das Wichtigste für uns ist hier auf jeden Fall die Tradition. Dann definitiv der gemeinschaftliche Zusammenhalt. Das fällt auch jedem sofort auf, der hier ist. Jedem Lehrer, jedem Schüler, jedem Erzieher. Und mein Vater war schon im Internat. Und er hat gesagt, im Internat gibt es einfach viel, viel bessere Möglichkeit und eine ganz andere Ausbildung. Also es ist natürlich eine andere Art zu lernen. Ich werde hier betreut beim Lernen. Ich habe hier andere Lehrer, ich habe hier ganz kleine Kurse. Rein rechtlich ist der Adel abgeschafft in Deutschland. Sein ganz besonderes Selbstverständnis aber lebt weiter, auch an Schulen wie dieser. Neben Mathe und Deutsch geht es hier auch darum, Verbindungen zu knüpfen, Netzwerke zu pflegen und nobel aufzutreten. Wer es sich leisten kann, schickt seine Sprosslinge anschließend auf altehrwürdige Universitäten wie Göttingen oder Freiburg oder Heidelberg oder Tübingen. Da gibt es eben so Hochburgen, wo sich die Adligen versammeln und auch wiederfinden oder neu kennenlernen. Und alle studieren Ähnliches. Die Frauen studieren dann oft Kunstgeschichte oder Germanistik und die Männer studieren Forst, Jura, Wirtschaft, Betriebs- oder Volkswirtschaft, was eben auch zu diesem Stand passt. Denn um das Erbe zu verwalten, muss man rechnen können. Zu Lebzeiten des Fürsten gehören zum Vermögen der Turn und Taxis Wälder, Unternehmen, Immobilien, eine Bank, eine Brauerei und vieles mehr. Gloria ist gerade 26, als sie den 60. Geburtstag ihres Mannes mit einem extravaganten Fest inszenieren lässt, im Stil des Rokoko. Ich wollte für meinen Mann etwas ganz Besonderes, etwas, was er noch nie erlebt hat. Er war ein sehr verwöhnter, wohlhabender Playboy. Der hatte praktisch schon die ganze Welt, kannte er und die Gesellschaft. Da musste ich mir was Besonderes einfallen lassen. Mozarts Oper Don Giovanni im Schloss St. Emmeram. Vor prominenten Gästen aus der ganzen Welt. Und dann war natürlich auch vorgesehen, dass ich irgendwie eine Rolle übernehme. Und dann haben wir eben gesagt, wie machen wir das? Dann haben wir gesagt, bevor der Don Giovanni in die Hölle gestürzt wird, weil er ja durch diese vielen Affären in Ungnade gefallen ist, drehen wir das um und sagen, nein, in dem Moment komme ich und rette ihn. No! Donny, wenn du Geburtstag hast, Johnny, wenn
Nur wenig später erkrankt Fürst Johannes schwer. Auch zwei Herztransplantationen können ihn nicht mehr retten. Zeit, zurückzublicken auf eine Ehe, die nicht immer einfach war. Aber er war eben trotzdem in der Zeit, wo er so schwer krank war, wurde er einfach immer liebenswürdiger und menschlicher. Und das waren die Tage, wo er es tatsächlich auch geschafft hat, mir zu sagen, dass er mich liebt. Er hatte also diese Angst davor, ich liebe dich zu sagen, hatte er verloren. Und das war natürlich für mich großartig. Ich habe das also, das waren wirklich Momente, also die, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Am 14. Dezember 1990 stirbt Johannes von Thurn und Taxis. Mit 64 Jahren. Schwere Zeiten für Gloria und die drei Kinder. Liebe Mama, ich hoffe, dass du einen schönen Geburtstag hast. Denn ohne den Papa ist es sehr traurig. Zwei Monate später, die Fürstin hat Geburtstag. Der erste ohne ihren Mann. Dass mir dir meinen Brief schön gefällt und du musst nicht traurig sein, weil der Papa in mir weiterlebt. Das Haus Thurn und Taxis steht kurz vor dem Bankrott. Fürstin Gloria absolviert Crashkurse in Wirtschaft, feuert das alte Management und beginnt das Unternehmen Thurn und Taxis zu sanieren. Unrentable Sparten wie die Brauerei werden verkauft und ein Teil des Familiensilbers versteigert. Bis heute verwaltet sie das Erbe für ihren Sohn Albert, der seit seiner Volljährigkeit Chef des Hauses Thurn und Taxis ist. Der Albert, der kennt es ja gar nicht anders. Der ist ja schon als Erbprinz aufgewachsen und insofern weiß er, dass er derjenige ist, dem das alles gehört und der sich letzten Endes um alles kümmert. Er kümmert sich ja jetzt schon drum, nur dass ich mich für ihn kümmern darf. Aber wenn ich jetzt Blödsinn machen würde, würde er das auch nicht zulassen. Oder sich zumindest beschweren. Wie hier über das Zeitmanagement seiner Mutter bei einer Autorallye nach Monaco. Muss man schnell. Mama, das geht ja toll los. Also beeil dich, komm. Warst du vorher nicht? Doch. Jetzt beeil dich doch, Mama. Gib Gas. Du bist wirklich doof, Mama. Das ärgert mich wirklich. Kann doch nicht sein, dass du nach 5 Minuten schon aufs Klo musst. Warum denn? Musst du die nächsten 5 Minuten wieder aufs Klo? Nee, jetzt ist lange Schluss. Wir sind Letzte, wir waren Erste, gell? Fürst Albert ist passionierter Rennfahrer und siegte unter anderem 2010 in der ADAC GT Masters. Wo er sie bloß her hat, diese Leidenschaft. Als kleiner Junge wollte er schon immer Motorrad fahren und Auto fahren. Und ich habe natürlich das toll gefunden. Ich war ja selber noch ein Kind und insofern bin ich dann mit dem Albert auch mit Motorrad durch den Wald gesaust. Und ich war einfach selber auch so motorbegeistert wie er. Aber der Fürst kann nicht nur querfeldein, sondern auch geradlinig. Nach Wirtschaft studiert er jetzt Philosophie. Für die Zukunft als Chef des Hauses ist er gerüstet. Und mit seiner Mutter hat er ja für alle Fälle eine kluge Ratgeberin. Der Hang zu eher extravagantem Zeitvertreib ist seit jeher typisch für die Von und Zus. Adel verpflichtet, auch in der Freizeit. Das Jagen scheint dabei ein fester Bestandteil der adligen DNA zu sein. Eine Schleppjagd wie hier auf Herrenchiemsee ist eine echte Herausforderung für Pferd und Reiter. Gejagt wird heute allerdings nicht mehr ein leibhaftiger Fuchs, sondern nur noch eine Fährte. Vor hunderten von Jahren oblag das Jagdrecht dem Adligen. Ja? Der Bauer, der Landmann, der wer auch immer dort das auf dem Land lebte, der durfte nicht jagen. Und der Hirsch war ein Tier, was nur der Adlige erlegen durfte. Ja? Und so spielt die Jagd heute noch eine große Rolle bei den Adligen. Natürlich geht es heute nicht mehr darum, alte Adelsprivilegien gegen das einfache Volk zu verteidigen.
Aber wer viel Wald hat, der muss sich um die Reduzierung des Wildbestandes kümmern. Allein schon dem Forst zuliebe. Es gibt unterschiedliche Arten von Jagd. Ich betreibe eigentlich jede Art von Jagd gerne. Das ist so, ich jage gerne. Und ich sehe mich da als Teil einer ländlichen Tradition. Eine besondere Beziehung gibt es, wie kann es anders sein, zwischen Hochwohlgeboren und Hund. Mango ist ein Jagdhund und ich bin sehr stolz auf meinen Hund, muss ich sagen. Der ist ein exzellenter Jagdhund, ein Apportierhund für Enten und Fasanen und Hasen. Und wir haben eine sehr innige Beziehung und Hund gehört auch ins Schloss. Das ist so, ein Schloss ohne Hund ist eigentlich langweilig und nicht belebt. Insofern, um ein solches Schloss zu beleben, gehört auch ein Hund dazu. Insofern, vielleicht haben sie recht, vielleicht ist es was Adeliges, keine Ahnung. Was adelig ist oder was sich für den Adel ziemt, da scheiden sich die Geister. Der sogenannte Jet-Set-Adel jedenfalls wird von den altehrwürdigen Familien eher mit hochgezogener Augenbraue gutiert. Zumal nicht jeder von ihnen echt ist. Mancher lässt sich heiraten oder adoptieren, um einen Standestitel abzustauben. Wer zum echten Adel gehört, das kann man hier nachschlagen. Im genealogischen Handbuch des Adels, benannt nach seinem Verlagsort Gotha. Das Who is Who des deutschen Adels in 151 Bänden. Der Gotha spielt eine Riesenrolle in den adligen Familien. Da wird also zum Gotha gegriffen, wenn man nicht weiter weiß. Die Familien sind ja doch so weit verzweigt, dass man nicht immer genau weiß, wer hat wen geheiratet und wer gehört jetzt wieder zu wem und wer ist denn jetzt nochmal dieser Hohenzollern und wie gehören denn jetzt irgendwie diese Habsburgs zu jenen Habsburgs und sind die eigentlich miteinander verwandt? Und sobald mehrere Adlige beisammen sitzen, liegt auch ziemlich bald ein Gotha auf dem Tisch und man guckt eben nach, ja, gibt es denn da überhaupt noch einen Abkömmling aus der Familie? Die sind doch im Mannesstamm erloschen, wie es dann so schön heißt im Gotha. Definitiv nicht im Gotha zu finden ist er, Lohgraf von Blickensdorf. Eigentlich heißt er ganz bürgerlich Lothar Blickensdorf. Das Graf von ist sein Künstlername. Kleidung und Auftreten passen zur Rolle, mit der sich der Maler, Fotograf und Schriftsteller vermarktet. Durch seinen Wandel vom flippigen Künstler zum gediegenen Titelträger genießt er gewisse Vorteile. Also zum Beispiel habe ich jahrelang keine Ausstellung mehr gemacht. Plötzlich bin ich Graf, kommen Galeristen und sagen, möchten Sie nicht mal bei uns ausstellen? Oder im Restaurant, wenn dann jemand sagt, übrigens, der da sitzt, das ist ein Graf. Dann kommt der Chef, Geschäftsführer an den Tisch und sagt, Sie sind selbstverständlich eingeladen. Wenn Sie mir nur Ihre Visitenkarte geben und die wird dann in ein Album gesteckt, neben anderen berühmten Leuten. Die Visitenkarte samt Wappen hat der Maler natürlich selbst entworfen. Sie hat ihm schon so manche Tür geöffnet. Achtung, der Graf kommt, bleib schnell alle stehen. Auch bei den Damen. Ich habe zum Spaß mal eine Heiratsannonce aufgegeben und wollte mal schauen, wie die Frauen reagieren, wenn ein Graf eine Frau sucht. Und es gab unglaubliche Resonanz, aber auch ein paar kritische Stimmen. Aber überwiegend wollten Frauen mich natürlich heiraten und dann auch Gräfin sein. Ein Mädchentraum würde in Erfüllung gehen, haben die Frauen mir geschrieben. Als Graf hat Herr Blickensdorf auch eine neue Kunstform für sich entdeckt. Er fotografiert Torten und stellt sie ins Netz. Dort hat er inzwischen 4000 Facebook-Freunde. Man kennt mich mittlerweile, ich habe auch schon Kritiken geschrieben über Torten und Kuchen. Und da stand die Besitzerin und sagte, ach, der Tortengraf. Und hat so gestrahlt im Gesicht. Und die freuen sich einfach, dass ich dann komme und da esse. Ab und zu werde ich eingeladen. Es gibt mittlerweile Radiowerbung, wo mit meinem Namen Werbung gemacht wird. Bereut hat er seine Entscheidung, Graf zu werden. Keine Sekunde. Für die meisten Deutschen allerdings kommt sowas nicht in Frage. Nur 5% sagten bei einer Umfrage, sie hätten auch gern einen Adelstitel. Der große Rest lieber nicht. Aber wenn man dem echten Adel glaubt, dann geht es sowieso nicht um Titel, sondern um die Haltung. Ich glaube, dass es tatsächlich Sachen gibt, wo man sich beim Adel einiges abschauen kann. Das ist zum Beispiel diese Verantwortungsgefühl, das, was wir heute Zivilgesellschaft nennen. Also diese Verantwortung auf lokaler Ebene selber mit anzupacken.
Marissa von Bentheim-Tecklenburg macht diesem Anspruch alle Ehre. Meine Mutter war bei der British Red Cross in London sehr aktiv. Ich bin einfach so erzogen, dass man immer etwas ein bisschen zurück an die Gesellschaft gibt. Die Prinzessin hat Rotkreuzstationen und einen Kindergarten ins Leben gerufen. Auch das Haus Turn und Taxis ist karitativ engagiert, unter anderem mit einer Armenküche auf dem Schlossgelände. Wobei heute der Großteil der Mahlzeiten nach außen geliefert wird. Kriegen die Leute, müssen nicht mehr zu uns kommen um ihre warme Mahlzeit, sondern das Rote Kreuz holt das ab und es wird dann verteilt. Aber wir haben immer noch ein paar Leute, die bei uns in der traditionellen Notstandsküche im ehemaligen Refektorium des Benediktinerklosters ihre Mahlzeit bekommen. Das Wort Adel kommt von edel. Ein Anspruch, den man früher schon von Weitem erkennen konnte, an prächtigen Gewändern oder schimmernden Rüstungen. Und heute? Wenn Sie jemanden sehen, der typisch adlig ausschaut und rausgeputzt ist mit Krawatte und Tweedjacke und polierten Schuhen, da können Sie darauf verlassen, dass es jemand, der möchte nur adlig aussehen, ist nicht adlig. Wenn Sie jemanden sehen, der diesen Hose ein bisschen zu ausgebeult ist, in dem Sie am liebsten eine neue Hose kaufen möchten, aber der ein hübsches altes Jackett anhat, was ein bisschen abgewetzt ist, dann ist es im Zweifelsfall ein sehr vornehmer Fürst Löwenstein oder Prinz zu Fürstenberg. Das ist also typisch, ist eher so ein bisschen Understatement. In manchen Dingen allerdings liegt der Adel noch immer Wert auf den kleinen Unterschied. Zum Beispiel bei der Anrede. Ich bin natürlich total begeistert, wenn Leute das formvollendet Durchlauch zu mir sagen. Das finde ich also wirklich höflich. Also das ist so, dann hat man so das Gefühl, die Leute freuen sich, dass es einen noch gibt. Sowieso eine seltene Pflanze. Seltene Pflanze? Bedrohte Art? Naht nach mehr als 1000 Jahren Adel in Deutschland das Ende? Der Großteil des Adels ist längst angepasst an die bürgerliche Gesellschaft. Insofern sollte es eigentlich im Interesse der UNESCO und des Weltkulturerbes sein, sozusagen diese Gesellschaftsschicht noch irgendwie zu konservieren. Irgendwann wird es gar keine Adligen mehr geben, die noch Dutzende adlige Vorfahren in ihrem Stammbaum aufzählen können. Das wird eines Tages vorbei sein. Weiß nicht, ob sie dem nachweinen, aber genauso könnte man nachweinen, dass es keine richtigen Indianer mehr gibt oder keine Ureinwohner in Papua-Neuguinea, weil die alle in die Stadt ziehen und normalen Berufen nachgehen. Ja, das ist nun mal der Gang der modernen Welt. Zum Abgesang ist es wohl noch zu früh. Ein paar Jahrhunderte wird der Adel schon noch schaffen. Als traditionsreicher und irgendwie auch exotischer Teil unserer Gesellschaft.